Heute zeige ich euch, was man tun kann, wenn bei einem Kleid sich vorne beim Ausschnitt hier der Rand immer so umwölbt. Ja? Also ich gehe da mal näher ran. Und zwar normal ist es so, dass dieser Ausschnitt hier so wäre, ja, dass man diese Naht nicht sieht. So. Und jetzt durchs Tragen zieht es das aber vorne runter, ja, und dann kommt diese hintere Naht hier raus. Und da haben sich die Leute, die sich das überlegt haben, dieses Kleid, irgendwie nicht richtig Gedanken gemacht, dass das immer vorrutscht. So. Jetzt gibt es aber eine relativ einfache Möglichkeit, das Ganze zu beheben. Man könnte theoretisch hier vorne jetzt eine Ziernaht rüberziehen. Möchte ich aber jetzt gar nicht, ist mir zu aufwendig und wird wahrscheinlich auch nicht so schön. Und was ich mache, ich nehme hier so ein Klebegewebe, lege das da hinten rein und bügel dann einmal drüber. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. So, hier seht ihr jetzt das, wie es von innen aussieht. Ja? Also da ist der Kragen. Das ist auch jetzt Innenseite. Ja? Das da ist Außenseite. Und jetzt mache ich das einfach auf und sehe, okay, es muss da so umgeklappt sein. Das heißt, ich mache hier unter diese Naht mein Klebegewebe rein, hier, und schlage das jetzt um, mache das ungefähr in der Mitte, so, schlage das dann jetzt um, halte das dann da so seitlich, ja, so, und nehme dann das Bügeleisen und gehe da drauf, so. So, da muss man immer ein bisschen drauf bleiben. Das Klebegewebe, man sagt normalerweise eine Minute ungefähr drauf sein. So, ungefähr eine Minute. Fährt man da ein bisschen hin und her. Das ist so eine Art, wie ihr das kennt von den Heißklebepistolen. Ja, das ist so ein Kunststoff, der schmilzt und klebt dann das Gewebe zusammen. So, machen wir da ein bisschen hin und her. Wichtig ist dann, dass ihr das eben genauso macht, wie ihr es gerne nachher im Nachhinein haben wollt. Ja. So, hat er immer noch. Ihr müsst nur schauen, eben, dass ihr die Temperatur so einrichtet, dass der Stoff das auch für eine Minute lang erträgt. Ja, so. Ich kann es theoretisch auch einfach drauf stehen lassen. Ich mache das aber ungern. Ich bewege es lieber ein bisschen hin und her. So. So. Gut, jetzt denke ich, passt das so. Und wir können uns das Ganze mal anschauen. Also es muss jetzt ein bisschen abkühlen, ist noch ziemlich heiß. Mit der Hand drauf greife, ja. Aber es müsste eigentlich schon gereicht haben, um das Ganze zu verkleben. So, jetzt sieht man hier, ja, da ist ein bisschen was, da sieht man jetzt was durch, das verstehe ich nicht ganz, was man da durchsieht. Ist was vom Innern, aber wenn ich jetzt das Ganze wieder so hinlege, so, dann kann das einfach gar nicht mehr so vorklappen, ja, weil das ist da relativ stabil, wenn ihr das jetzt so seht. Das ist jetzt eine Einheit da geworden, deswegen lässt sich das nicht mehr vorklappen. Gut, so. Dann, wenn euch das Video gefallen hat und diese Möglichkeit, wie man so einen Kragen stabil kriegt, ja, dann gebt mir gerne ein Like oder abonniert einfach auch meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen. Bis zum nächsten Mal.